Kollegin. Ich bin Krankenpfleger, auch ungeimpft. Ja, ich mache mir halt eben auch Gedanken, wie wir die Leute, wie wir die Menschen erreichen können. Schaut man sich um, die Leute, Passanten laufen größtenteils achtlos an uns vorbei. Es interessiert sie anscheinend nicht, wie wir hier verarscht werden, wie unsere Zukunft verspielt wird, wie es Schritt für Schritt wahrscheinlich Richtung Krieg geht, ne, und die Demokratie zunehmend abgebaut wird. Es ist einfach skandalös. Ne? Aber wir kennen das ja alles. Ne? Es ist nur die Frage, wie können wir die Leute erreichen? Es ist ja vielleicht manchen schon bekannt, ein anderer Kumpel und ich, wir sind ja auch teilweise als Einzeldemonstranten unterwegs, überlegt euch das, man kommt viel leichter ins Gespräch. Die Hemmschwellen sind wesentlich geringer vom Gegenüber. Die Leute reagieren auch einfach darauf. Es ist nichts Großartiges, einfach so, beispielsweise jetzt nicht, das ist jetzt DIN A3 Format, man kann auch kleiner machen, einfach umwickeln um den Körper und rumlaufen. Man muss auch nichts anmelden, man hat also keine großartigen behördlichen Auflagen. Allerdings weiß man nie, wem man begegnet. Man sollte also schon in der Materie ein bisschen sattelfest sein, weil es könnte ein Arzt sein, es könnte ein Jurist sein, was auch immer. Ne? Aber traut's euch, es geht um unsere Zukunft. Samstag war es ja die Einweihung vom neuen Bischof. Ne? Da ist mein anderer Einzeldemonstrant auf die Domplatte hingegangen, sodass dann sämtliche Bischöfe dran vorbeilaufen mussten. Und erinnern wir uns dran, auch wie die Kirche und manche andere Institutionen gegen uns gehetzt haben. Tun wir entsprechend selber, versuchen wir uns zu wehren. Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Wenn politische Veranstaltungen sind, auch der Gegenparteien, sucht das Gespräch. Es ist enorm wichtig. Auch wenn es kontrovers ist, auch wenn man dann vielleicht etwas unsanft behandelt wird, versucht ruhig zu bleiben, versucht die Argumente zu suchen und man merkt schnell, wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe geht, also das ist in unserer Erfahrung, oftmals kommt dann irgendwann nur noch heiße Luft. Ne? Also versucht es ganz einfach, ganz enorm wichtig. Es geht um unsere Zukunft. Danke.